So, und in der Aufgabe 154 geht es um was? Eine Parallelschaltung eines in Reihe mit einem Kondensator geschalteten Widerstandes. Also ein Widerstand und ein Kondensator in Reihe. Genau, parallel zu einer Spule. Ein Widerstand und ein Kondensator in Reihe und das Ganze parallel zu einer Spule. So, und dann gibt es wahrscheinlich hier oben eine Klemme und da unten eine Klemme. Richtig. Und der Widerstand hat einen Wert von 20 Ohm. So, der Widerstand hat 20 Ohm. Der Kondensator 2 mal 10 hoch minus 6 Farad. 2 mal 10 hoch minus 6 sind 2 Mikrofarad. Und 0,5 mal 10 hoch minus 3 Henry. Also. 0,5 mal 10 hoch. Ich würde gerade sagen, machst du das jetzt um mich absichtlich zu verwirren? Ich habe Arbeit abgeschlossen. Okay. Ja, also irgendwie relativ üblicher Wert von dem Widerstand, von der Kapazität und von der Induktivität, die würde ich jetzt so in der Art auch ungefähr in meiner Experimentierkiste finden. Ne? Also, und 2 Mikrofarad, da bräuchte man schon so einen Elektrolytkondensator, damit er das kann. So, was ist jetzt die Aufgabe? Eine duale Schaltung anzugeben, okay. So, dann nehme ich vielleicht mal für die duale Schaltung eine andere Farbe und mach mal hier vielleicht so ein Doppelpfeil hin, ja, und schreib mal irgendwie drüber Dualität. Weil, haben wir ja mal irgendwann drüber gesprochen, wenn ich jetzt die duale Schaltung baue und wieder davon die duale Schaltung, sollte wieder die originale Schaltung bei der ganzen Nummer rauskommen. So, ja, wie sieht denn die duale Schaltung aus? Widerstand parallel zum Kondensator 3. Ja, also wir können erstmal auf die Bauelemente gucken. Aus dem Widerstand wird ein Leitwert, was praktisch wieder ein Widerstand ist. Aus der Kapazität wird eine Induktivität, aus der Induktivität wird eine Kapazität. So, und das ist eine Reinschaltung, aus der Reinschaltung wird eine Parallelschaltung. Das ist eine Parallelschaltung, aus der Parallelschaltung wird eine Reinschaltung. So, also fange ich mal an. Ich mache mal den Widerstand sozusagen in Gelb nochmal. Ne? Also aus dem Widerstand wird wieder ein Widerstand. So, ein gelber Widerstand. Dann wird aus der grünen Kapazität wird eine Induktivität. Und sozusagen aus dieser Reihenschaltung hier wird jetzt eine Parallelschaltung. Also aus der grünen Kapazität wird eine grüne Induktivität. Und die sind dann beide parallel geschaltet. Und das ist sozusagen das, was vorher mal da drüben diese Reihenschaltung war, wird jetzt zu einer Parallelschaltung. So, und dann haben wir noch eine weitere Farbe, blau, da male ich jetzt nochmal die Induktivität hier mit an. Aus der blauen Induktivität wird jetzt eine Kapazität und die ist ja hier ja, jetzt irgendwie zu diesem ganzen Konstrukt hier vorher parallel geschaltet und dann wird aus dieser Parallelschaltung wird jetzt eine Reihenschaltung. So, und die Klemme oben und die Klemme unten ist immer noch die gleiche. Ja, also keine Ahnung, da könnte ich ein A und ein B dran schreiben und dann sollte das hier immer noch das gleiche A und das gleiche B sein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die duale Schaltung. Jetzt schreibe ich hier mal dran, das ist dann G. D, der duale Leitwert. Hier schreibe ich dran, das ist L, D, die duale Induktivität und das ist C, D, die duale Kapazität. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine duale Schaltung. Das ist schon mal nicht schlecht. So, was sagt uns die Aufgabe jetzt noch? Gelten soll, dass die
Impedanz der Dualschaltung, also ja, der Dualschaltung. Also Moment, was du jetzt, also wir haben jetzt irgendwie so eine Bedingung. Genau, also die Impedanz der Dualschaltung. Die Impedanz der Dualschaltung soll gleich, ja, den Hundertfachen der Admittanz der Originalschaltung sein. So, also 100 mal die Admittanz der Originalschaltung soll so groß sein wie die Impedanz der dualen Schaltung. Und damit das jetzt einheitmäßig passt, muss irgendwo noch was stehen, dass wir wahrscheinlich hier durch Siemens teilen und hier durch Ohm oder dass an dem 100 irgendwie nochmal ein Ohm-Quadrat oder sowas dran steht, damit das passt. Ja, weil sonst passt das irgendwie nicht. So, okay. Also wir suchen jetzt ein GD, ein LD und ein CD, das, was die Gleichung erfüllt, sodass die Originalschaltung und die duale Schaltung sich eben gleich verhalten im Sinne von Impedanz der dualen Schaltung. Und ich mache mal hier vielleicht noch, ein, ja sozusagen, also ne, die ist komplex und da soll dieser Faktor 100 dazwischen sein. So, wie machen wir das jetzt? Das ist jetzt die spannende Frage. Also, was wir auf jeden Fall sicherlich mal machen könnten, ja, ohne dass das uns jetzt irgendwie wehtut, wir könnten ja mal aufschreiben, naja, wie groß ist denn die Admittanz der Originalschaltung? Wir könnten mal aufschreiben, oder also wie könnten wir die denn berechnen? Ne? Was wäre eine Formel, die das macht? Und genauso, was wäre eine Formel, mit der wir die Impedanz dieser dualen Schaltung bestimmen könnten? Und im Idealfall machen wir, also schreiben wir das so auf, dass die irgendwie gleich aussehen. Ja, also dass auf der Seite, zumindest von der Struktur, von der Formel her, das gleiche steht wie hier drüben. Weil dann können wir da sehr schön einfach so einen Koeffizientenvergleich machen und das machen. So. Keine Ahnung, Impedanzen sind vielleicht besser. Fangen wir mal an mit der Impedanz. So, wie bestimmt man denn Impedanz einer solchen Schaltung? Und eben natürlich aus Sicht dieser beiden Klemmen A und B. Ja, das ist, sei mal, als Bedingung angenommen. Werte. Ja. Ja. Nicht 1 durch J Wenzel, sonst einfach J Wenzel. Ja. Also wir können ja erstmal hier irgendwie so drauf gucken, ja? Also wir haben ja hier jetzt irgendwas, was zu irgendwas anderem in Reihe geschaltet ist. So. Wenn man zwei Sachen in Reihe geschaltet hat, was passiert dann mit den Impedanzen? Sie addieren sich. So, sehr gut. Ja? So, also das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie die Impedanz von dem Teil und wir brauchen die Impedanz von dem Teil und die werden beide addiert. So, also ich kann schon mal irgendwo so ein Plus hinschreiben. Ja? So, Plus, weil Reihenschaltung. So, wie groß ist denn jetzt die Impedanz, wenn wir mal hier unten anfangen, ist ja vielleicht der einfachste Teil, wie groß ist denn jetzt die Impedanz von der Kapazität? Genau, oder 1 durch J Omega C. Ich schreibe jetzt mal 1 durch J Omega C. So. Also für die Kapazität haben wir 1 durch J Omega C und das ist das CD. So, okay. Jetzt haben wir den Teil hier unten schon mal abgekaspert. Jetzt kommt noch der Teil da oben dazu. So, wie können wir die Impedanz von dem Teil da oben hinschreiben? Also wir haben zwei Elemente parallel. So, wie können wir von denen die Impedanz hinschreiben? Ja, also wir können sagen, das ist eine Parallelschaltung. Ja, und von einer Parallelschaltung, was passiert in einer Parallelschaltung? Da kann ich die Admittanzen addieren. So, und 1 durch die Admittanz ergibt die Impedanz. Also ich kann hier hinschreiben,
1 durch. Ja. Und dann müssten hier unten zwei Admittanzen stehen, die ich addiere. Und das Plus hier heißt Parallelschaltung. Ja, das ist hier ein Plus von der Reihenschaltung. Und das Plus hier unten ist ein Plus von der Parallelschaltung. So, jetzt die große Frage. Also, und hier muss ich jetzt Admittanzen addieren und 1 durch die Admittanz ergibt die Impedanz. Impedanz plus Impedanz ergibt die Impedanz. Das durch O muss ich auch noch irgendwo hinmogeln. So, wie groß ist die Admittanz von einem Leitwert? Sag nochmal. Ja, 1 durch R und 1 durch R ist G. Ja, also das ist, hier steht praktisch schon der Leitwert da. Also ich kann das GD einfach abschreiben. So, und wie groß ist die Admittanz von einer Induktivität? Ja, J Omega L ist die Impedanz. Genau, 1 durch J Omega L. Ja, also hier muss stehen 1 durch J Omega L. LD. So, und jetzt, ich hätte jetzt natürlich das irgendwie auch schreiben können im Sinne von die Impedanz multipliziert mit der Impedanz, ne, das Produkt von den Impedanzen durch die Summe, so wie man so zwei Widerstände parallel schaltet, R1 mal R2 durch R1 plus R2. Warum ist es schlauer, das so rum hinzuschreiben? Ja, ich habe jetzt trotzdem eine Division mit komplexen Zahlen. Also ich teile hier durch eine komplexe Zahl, was vielleicht nicht so schlimm ist, aber ich teile hier nochmal durch eine komplexe Zahl. Also der Vorteil, das so aufzuschreiben, liegt einfach darin, jedes Ding, ja, jeder Parameter, jedes Bauelement taucht hier nur einmal auf. Also ich habe nur einmal die Kapazität, ich habe nur einmal den Leitwert, ich habe nur einmal die Induktivität. Wenn ich das jetzt mit dem Z1 mal Z2 durch Z1 plus Z2 aufgeschrieben hätte, dann würde ja jedes schon mal zweimal darin auftauchen. Das wäre irgendwie schon mal blöd. So, so sieht das ja schon mal ganz nett aus. Das Omega, das hole ich mir jetzt auf die andere Seite hier rüber. Das schreibe ich an die 100 mit dran, genau wie das Siemens hier. So, also hier können wir jetzt mal sozusagen gefühlt ein Häkchen hintermachen. Das haben wir jetzt fertig. So, jetzt ist die spannende Frage, was machen wir jetzt mit der Admittanz der Originalschaltung? So, wir haben eine Parallelschaltung. Genau, also wir müssen die Admittanz von dem Zweig addieren und mit der Admittanz von dem Zweig addieren. Weil Parallelschaltung. Ja, also wir machen sowas Ähnliches mit einem Plus. Und das Plus hier heißt jetzt aber, ich schreibe mal nur drüber parallel. Ja. So, und jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal die Admittanz von dem Teil hier. Was ist die Admittanz von der Induktivität? 1 durch J Omega L. So, und dann brauchen wir noch die Admittanz von dem anderen Zweig hier drüben. Genau, und jetzt hat... Jetzt hat Carsten sozusagen schon geschummelt, weil Carsten einfach geguckt hat, was hier drüben steht. Nee, also, ja, also, wir brauchen die Admittanz, weil Parallelschaltung, wir müssen Admittanzen addieren. Admittanz ergibt sich aus 1 durch die Impedanz und die Impedanz von der Reihenschaltung ergibt sich aus der Summe der Impedanzen. Also diese Impedanz plus diese Impedanz, ja. Und die Impedanz hier ist R, die Impedanz von der Kapazität ist 1 durch J Omega C, die werden jetzt addiert.
So, jetzt muss ich mal hier die Blume verstecken und die andere auch. Und jetzt haben wir diese beiden Impedanzen addiert, weil das Plus hier, das ist praktisch das von der Reihenschaltung. Ja, und Impedanz und Impedanz in der Reihenschaltung, 1 durch die Impedanz ergibt die Admittanz und 1 plus Admittanz oder Admittanz plus Admittanz ergibt die Gesamtadmittanz von der Parallelschaltung. So, und das brauchen wir jetzt noch mal 100. So, und wenn wir das Ohm von hier auf die andere Seite rüberholen, werden aus der 100 100 Ohm und 1 durch Siemens kann man auch schreiben. Als nochmal Ohm, also haben wir da 100 Ohm Quadrat. Ja. So, und das sieht doch jetzt ganz wunderbar aus, weil, wenn man da jetzt scharf drauf schaut, und ich meine, das ist jetzt auch genau das Dualitätsprinzip, ja, dann haben wir jetzt eben genau die gleiche Formel aufgeschrieben, also von der Struktur her, ja, und können jetzt sagen, also der blaue Teil, der muss ja genauso groß sein wie dieser blaue Teil hier, der gelbe Teil muss genauso groß sein wie dieser gelbe Teil, der grüne Teil muss genauso groß sein wie dieser grüne Teil hier, damit das alles nachher funktioniert. So, und eigentlich das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, naja, was müssen wir jetzt noch machen? Also wir wollen ja am Ende wollen wir wissen, wie groß ist das? Ja, wie viel Siemens oder wie viel Ohm in Widerstand umgerechnet? Wie viel Farad, Mikrofarad, Millifarad, was auch immer? Wie viel Mikrohenry, Millihenry, Henry, was auch immer hier? So, wie kriegen wir jetzt Zahlenwerte für das, das und das raus? Aus dieser Formel natürlich, aus der Bedingung. Ja, und also, was müssen wir, welchen irgendwie relativ straightforward, simple mathematischen Schritt müssen wir jetzt noch machen, damit wir direkt sagen können, ne, also ich sag ja, das und das, das muss ja am Ende irgendwie gleich sein. Aber, so, also was machen wir jetzt mit den 100 Ohm Quadrat? Also ausmultiplizieren, ja. Also wir rechnen jetzt, das mal das und das mal das hier drüben. Naja, und dann, weiß nicht, schmiere ich das jetzt mal hier so ein bisschen hin. Ja, also ich mache jetzt die 100 Ohm Quadrat hier weg und schreibe die hier hin. Stehen hier 100 Ohm Quadrat. Und genauso hier an der Stelle mache ich das auch. Und dieser Schwamm hier, der ist echt dreckig. Aber der Schwamm ist echt nass. Also irgendwas ist, alles Gutes nie beisammen. So, und stehen hier auch 100 Ohm Quadrat. So. Also für die Induktivität hier oder für die Kapazität, die Duale, würde ich sagen, sind wir schon fast fertig, weil wir jetzt sagen können, naja, also der Teil entspricht ja dem Teil. Jetzt kann ich sozusagen, ne, sagen, dieses Umrandete hier, das muss jetzt genauso groß sein wie das hier. Wenn das genauso groß ist wie das, dann sind die beiden Gleichungen oder sind die beiden Seiten der Gleichung tatsächlich gleich. Richtig? So, also können wir hier raus schon aufschreiben, okay, daraus folgt irgendwie, CD muss so groß sein wie L durch 100 Ohm Quadrat. So, dann können wir das nachher noch einsetzen, können das ausrechnen, aber das sollte sozusagen passen. So, was machen wir jetzt noch hier noch auf der Seite Schönes? Also damit ich sowas Ähnliches machen kann, damit ich sagen kann, hier das GD muss so groß sein wie so und so. GD ist 1 durch
Ja, also wäre irgendwie nice, wenn ich diese 100 Ohm nochmal irgendwie hier vielleicht nach unten bekommen würde. Ne? Also dass ich die hier und hier mit dran habe. Letztendlich kann ich mir das irgendwie auch so denken, aber ich weiß nicht. Ich mache mal auf der Seite so einen Trick 27. Ich teile hier oben durch 100 Ohm Quadrat. Ja, dann gehen hier oben die 100 Ohm Quadrat weg. Und wenn ich hier oben durch 100 Ohm Quadrat teile, muss ich unten auch durch 100 Ohm Quadrat teilen. Ja, also ich mache sozusagen so ein Erweitern mit einem Bruch. So. Also ich teile hier oben durch 100 Ohm Quadrat und dann muss ich eben hier unten auch durch 100 Ohm Quadrat teilen. Also kommen hier 100 Ohm Quadrat dazu und hier kommen auch 100 Ohm Quadrat dazu, durch die ich teile. So, und dann sieht man, dann funktioniert es auf einmal mit dem Koeffizientenvergleich total gut. Da muss das gelb umrandete eben, damit das passt, genauso groß sein wie das gelb umrandete hier. Und das grün umrandete hier, also hier interessiert mich ja eigentlich nur das LD, das muss jetzt genauso groß sein wie das hier. Damit das passt. Ja. So, und damit kann ich noch so eine Gleichung hinschreiben und kann sagen, also aus dem Gelben folgt dann eben GD ist so groß wie R durch 100 Ohm Quadrat. Und da können wir das gleich mal noch einsetzen. Und das andere schreibe ich einfach drüben. Oder ist die Aufgabe damit fertig? Muss ich jetzt hier mit meinem Platz noch haushalten oder kann ich... Das ist im Prinzip wahrscheinlich fertig, ja? So, also LD, das grün umrandete auf der Seite muss dann eben so groß sein wie das originale C mal 100 Ohm Quadrat. So, und beim nächsten Mal muss unsere, oder wenn es ein nächstes Mal gibt, muss unsere Campus Grünpflege mal vorher ein bisschen Platz machen. So, und ja, jetzt müssen wir das ja eigentlich einfach nur noch einsetzen. Also L sind 0,5 Millihenry. Und die teile ich jetzt durch 100 Ohm Quadrat. So, Henry kann ich auch schreiben als was? Genau, Voltsekunden pro Ampere. So, Ohm kann ich auch schreiben als Volt pro Ampere. Also habe ich hier unten Volt Quadrat und hier oben Ampere Quadrat. Dann kürzen sich natürlich ein Quadrat gegen das Ampere und ein Quadrat gegen das Volt. Und es bleiben Ampere Sekunde pro Volt über. So, und Ampere Sekunde pro Volt sind auch Farad. Und das sollte ja auch so sein, weil wir wollen ja eine Kapazität ausrechnen. So, und jetzt sind, 0,5 Milli nochmal durch 100, hätte ich ja gesagt, ergibt 5 Mikro, ne? Also 0,5 Milli nochmal durch 100 macht 0,005 Milli und das sind genauso viel wie 5 Mikrofarad. So, bei dem Widerstand hier ist das auch relativ einfach. Das sind 20 Ohm, die teilen wir jetzt auch durch 100 Ohm Quadrat. Dann kürzen wir natürlich Quadrat gegen Ohm und 20 durch 100 macht ein Fünftel oder 0,2. Und 1 durch Ohm macht Siemens. So, und dann können wir das hier noch für die Induktivität machen. C waren ja 2 Mikrofarad. So, mal 100 Ohm Quadrat. Farad hatten wir ja gerade. Das steht ja, stand ja hier hinten. Ne? Farad waren Ampere Sekunde pro Volt. Und Ohm waren Volt pro Ampere. Quadrat. Sehr gut. So, und dann kürze ich wieder Quadrat gegen Dings, Quadrat gegen Ampere. Und es bleiben über Voltsekunden pro Ampere.
Ampere und Voltsekunden pro Ampere hatten wir vorhin schon mal, das sind Henry. So, und 2 mal 100 macht 200 Mikrohenry. Ich schreibe mal jetzt hinter weiter. 200 Mikrohenry sind das gleiche wie 0,2 Millihenry. So, und das sollten jetzt die Werte sein, die da rauskommen. Und wenn man jetzt, weiß nicht, Lust und Laune hat, könnte man das jetzt natürlich nochmal hier oben irgendwie in die Gleichung einsetzen und gucken, ob das denn so stimmt bei irgendeiner bestimmten Frequenz. Aber wird schon. Ja? Also warum sollte das jetzt irgendwie nicht stimmen? Und wenn man jetzt noch mehr Lust und Laune hat, dann könnte man natürlich mal letztendlich die Formel, also ne, die wir vorhin hatten für die Admittanz, mal in MATLAB reinhacken, ein paar Frequenzen einsetzen, ein paar Omegas einsetzen und das mal plotten als Betrags- und Phasengang und das hier genauso machen und dann sollte man feststellen, dass das eben genau gleich aussieht vom Verhalten her, vom Verhältnis her, ob bloß, dass es da eben diesen Faktor 100 Ohm Quadrat zwischen den beiden Werten gibt. Oder wenn man sich von dieser Admittanz die Ortskurve konstruiert und darstellt, sollte die Ortskurve hier eben genauso groß sein oder genauso aussehen wie die Ortskurve hier drüben. Ja, bloß, dass da eben auch wieder dieser Faktor 100 dazwischen ist. Und ich meine, das ist ja beides sowas, so ein bisschen sowas wie so ein Resonanzkreis. Wenn ich jetzt nochmal irgendwie sowas ausrechnen würde, wann wird denn hier diese Admittanz maximal oder minimal oder wann hat die genau einen Phasenwinkel 0 als Resonanzkreisfrequenz oder Kompensationskreisfrequenz, dann sollte das am Ende genau die gleiche Frequenz sein wie jetzt hier drüben bei der Schaltung. Ja, also eigentlich sind so Dualitätsprinzipsaufgaben, die kann man ein bisschen nach Schema F lösen. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Also ist, oder wenn das kompliziert wird hier, dann macht man meistens irgendwas verkehrt. Das ist so ein bisschen so der Punkt. Ja, also wir haben jetzt wirklich nichts anderes gemacht als Admittanz aufgeschrieben. Eigentlich gar nicht so viel umgeformt, sondern nur so für diesen Koeffizientenvergleich und das haben wir einfach so gelassen, wie es ist. Und das dann miteinander verglichen und gut. Ja? Und also ich glaube, das, was man bei der Aufgabe falsch machen kann, ist, wenn man versucht, das jetzt krampfhaft hier irgendwie mit Parallelschaltung aufzuschreiben, weil dann habe ich das GD oder das, ja, also den Parameter auf jeden Fall zweimal drin, dann kann ich das nicht mit der Seite da drüben vergleichen, dann kriege ich ja keine Werte raus. Und ich meine, am Ende, wie man sieht, ist es ja eigentlich nur, ich rechne mal die 100 Ohm Quadrat oder ich teile durch die 100 Ohm Quadrat. Und eigentlich ist das irgendwie auch immer so. Und dann kann man sich noch überlegen, ob ich jetzt mal rechne oder teile. Naja, hängt irgendwie damit zusammen, dass am Ende auch die richtige Einheit bei rauskommt. Ja, also wenn ich aus einem Widerstand einen Leitwert ausrechnen will, dann muss auf jeden Fall irgendwie das Ohm weg und es muss nochmal ein Ohm weg. Also wenn ich hier Ohm nochmal Ohm Quadrat rechnen würde, dann würde ja Ohm hoch 3 rauskommen. Das ist irgendwie wenig sinnvoll. Ja, also muss ich hier auf jeden Fall durchteilen, bei der Kiste genauso. Und hier kann man sich auch aus der Einheitenbetrachtung überlegen, dass ich hier ganz unbedingt mal diese 100 Ohm rechnen, Quadrat rechnen muss, damit hier eine Induktivität am Ende bei rauskommt. So, gibt es weitere tiefschürfende Fragen zu dieser Aufgabe? Also und man muss natürlich wissen, so ganz grundlegend, wie rechne ich eine Impedanz aus, wie rechne ich eine Admittanz aus, was ist denn die Admittanz von den Grundbauelementen und so ein ganz bisschen, was ist ein Farad, was ist ein Henry, was ist ein Ohm, ne, das muss man auch im Kopf haben, sonst wird es schwierig bei solchen Aufgaben.